Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es ist Zeit für den Blick aufs Wirtschaftsgeschehen. Guten Abend und herzlich willkommen zum Akrevis Invest. Herr Keller, an den Finanzmärkten ist es diese Woche auf und ab gegangen. Warum sind die Börsen aktuell so orientierungslos? Ja, das sind unterschiedliche Themen, die die Finanzmärkte momentan beschäftigen. Zum einen natürlich die geopolitischen Risiken mit dem Krieg in der Ukraine, zum anderen auch die stark gestiegenen Erdöl- und Erdgaspreise, die für eine noch höhere Inflation sorgen könnten. In diesem Fall sorgen die vielen Unsicherheiten für die Schwankungen an der Börse. Ja, das ist richtig. Mit den bereits genannten Themen Inflation und Krieg in Europa haben sich die Anlegerinnen und Anleger in den vergangenen zwei Jahrzehnten gar nicht richtig auseinandersetzen müssen. Und das hat für die grosse Unsicherheit gesorgt und auch für die hohe Volatilität an der Börse. Sie haben es schon angesprochen, Herr Keller, der Erdölpreis ist stark angestiegen. Das merken die Leute vor allem auch bei den Benzinpreisen an der Tankstelle. Sind das die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine? Ja, das ist richtig. Also, aber der Erdölpreis der hat sich schon in den letzten zwei Jahren stetig erhöht. Zuerst kam die Corona-Welle und nachher hat sich die Weltwirtschaft wieder erholt. Und seitdem sind eigentlich die Preise noch bis noch angestiegen. Seit dem Kriegsausbruch hat sich die Preisentwicklung aber noch stark akzentuiert. Russland ist nämlich weltweit der zweitgrößte Öl- und Gasproduzent und ein wichtiger Energielieferant für Europa. Im Gegenzug führt das auch zu einer höheren Teuerung, oder? Das stimmt. Die gestiegenen Energiepreise und die Lieferkettenprobleme die sorgen für hohe Inflation in Europa und auch in den USA. In den USA ist die Teuerung aktuell bei knapp 8%. Darum haben die amerikanische Notenbank Fed, wie aber auch die europäische Zentralbank EZB bekannt gegeben, dass sie ihre ultralockere Geldpolitik werden aufgeben. Die EZB ist ein gutes Stichwort. Gibt es da allenfalls schon Neuigkeiten von der gestrigen Sitzung? Ja, da gibt es, aber nicht viel Neues. Der Leitzins bleibt unverändert bei 0%. Sie werden aber ihr Anleihenkaufprogramm schneller reduzieren und so auch Liquidität vom Markt nehmen. Und das könnte der Anfang sein von einer Zinswende im Euroraum. Florian Keller, danke vielmals für die Ausführungen. Das nächste Akrevis Invest gibt es dann da wieder heute in einer Woche. Ganz einen guten Start ins Wochenende und einen schönen Abend. Ade miteinander. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.